Wir sind heute in Hamburg zu Gast, um Reinhold Beckmann reinzulegen. Wir haben ihn zu Dreharbeiten genau hierhin in den Hamburger Hafen gelockt. Und das Großartige ist, noch nie hatten wir von Verstehen Sie Spaß so viele prominente Lockvögel wie heute. Unter anderem Franz Beckenbauer ist hier, Niki Lauda, Andreas Herzog und der großen Toni Polster. Und die alle werden gesprochen von einem Mann, der neben mir sitzt, von Alex Christan aus Wien. Schön, dass du da bist. Ja, servus, Guido. Ich bin brutal gespannt. Wir werden den Reinhold richtig aufs Glatteis führen, gell, Niki? Das ist logisch. Also, der wird sich auf was gefasst machen können und der Andi ist auch da. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich habe bei Bremen gespielt, ich habe bei München gespielt, ich bin nachher Legende. Können wir dann wieder Toni Polster. Ja, wobei ich glaube, das wird ganz bitter für ihn ausgehen. Ich glaube, der Reinhold wird heute sein blaues Wunder erleben. Bei seinem blauen Wunder wird auch dieser babyblaue Käfer eine wichtige Rolle spielen. Aber erst später. Der Käfer ist Reinholds Schätzchen. Wenn dem was passieren würde, na, nicht auszudenken. Mit dem Fernsehteam soll heute eine Reportage entstehen. Über Reinhold Beckmann, den Moderator, den Talker, den Musiker und ganz wichtig, den Organisator des großen Benefiz-Fußballspiels, der Tag der Legenden. Die Vorfreude steigt, bei uns zumindest. Ja, ich werde jetzt einfach mal bei der Assistentin von Reinhold Beckmann anrufen. Tanja, die Assistentin, ist unsere wichtigste Komplizin. Sie hat für uns das Telefonbuch von Reinholds Handy manipuliert und weiß natürlich auch jetzt ganz genau, was sie zu tun hat. Reinhold, du sollst den Franz Beckenbauer dringend anrufen. Der Franz? Ja, der Franz. Okay, der Franz. Reinhold wählt auf seinem Handy die Nummer von Franz Beckenbauer. Und der Beckenbauer ist jetzt aber unsere Nummer gespeichert. Hallo? Hallo? Franz? Reinhold? Ich bin's, genau. Servus. Du, ich bin gerade beim Stangelwirt in Tirol. Warte mal, gerade einen Moment einmal, gell? Wann tun wir weiter? Müsst ihr gleich mal rüberkommen, müssen. Geht's ja weiter. Jetzt gleich weiter? Ja, das ist schon wichtig jetzt gleich, aber bitte. Du Reinhold, pass auf, ich muss da gleich wieder rein. Ich habe ein kleines terminliches Problem mit dem 7. Wäre das ein Problem für dich? Franz, bitte! Ich komme sofort. Du, ich muss da jetzt rein. Kann ich dich später noch einmal am Telefon erreichen? Ja, ruf mich nachher an. Aber komm, Absagen gilt nicht, weißt du. Ne? Am Sonntag ist ein wunderschöner Tag und es wird ein großes Vergnügen. Du, es ist klar, ich kann jetzt am Telefon auch nicht. Ja. Ich rufe dich nachher noch einmal. Meld dich nachher. Ich melde dich, gell? Servus. Franz, bis nachher. Ne? Servus, ciao. Der Kaiser sehr nervös. Sehr nervös. 5 Minuten später, das Interview läuft, ruft der falsche Kaiser noch einmal an. Oh, ich muss noch mal stören. Das ist noch mal der Beckenbauer. Ich glaube, da musst du ran. Franz! Reinhold, servus. Du, ja. jetzt kann ich ein bisschen reden. Sag mal, du bist ja so fremdbestimmt. Was ist los? Was ist hinter dir los, du armer Kerl? Was machen sie mit dir? Wir haben das Camp Beckenbauer beim Stangelwirt bis Mittwoch. So, jetzt pass mal auf. Jetzt hat mich der Platter angesprochen wegen dem 7. Ja. Wir fliegen am 6.7. muss ich mit Platter nach Katar fliegen, wegen dieser Ethik-Geschichte. Ja. Ich glaube, ich muss dir da absagen. Das ist... Oh, Franz, das kannst du nicht machen, Mensch. Du bist hier auf allen Plakaten in dieser Stadt. Ja, vergiss doch den Sepp Blatter und das mit Katar ist sowieso nicht gut mit der WM da. Ich ruf dich zurück, sobald ich was weiß, gell? Ja? Servus. Sepp Blatter. Ich meine, ist denn... Sepp... Who the fuck is Sepp Blatter? Zurück zum Interview. Reinholds Position vor der Kamera war extra mit einem Blatt markiert worden. Mit einem Blatt? Das war Sepp Blatter hier unten, ja. Das war Sepp Blatter hier unten. Bevor es richtig losgeht, klingelt's schon wieder. Was nochmal? Franz! Reinhold, servus, jetzt bin ich noch einmal. Ja, also was ich machen kann, was ich anbieten kann, da bei mir im Forum, beim Stangelwirt, ich werde einen Ersatz auftreiben. Ja. Ach Gott, das Kind, wir hatten doch alle großen Namen, also Wladimir Klitschko war schon da als... Ja. Du, was hältst du vom Lauda? Weil es geht ja um Legenden, der Lauda, der ist bei mir im Stangelwirt. Der Niki sitzt mit dir jetzt beim Stangelwirt und wenn ich... Ja, Niki Lauda. Warte, Moment. Ja, aber Niki Lauda jemals Fußball gespielt? Ja? Darf ich dir mal kurz... Ja. Niki, der Reinhold Beckmann, es war wegen dem 7. Wer ist denn? Hallo? Hallo, Niki. Spreche ich mit Niki Lauda? Wer ist da dran? Hier ist Reinhold Beckmann. Hallo, Niki. Herr Beckmann, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Der Beckenbauer hat gesagt, es geht um irgendeine Legendenveranstaltung. Was ist da los?
Ja, aber ich wusste ja nicht, dass Niki Lauda auch ein großer Fußballer war. Ach Gott, ist das alles doof. Mein Gott. Also jetzt kommen oder nicht? Ja, doch, komm, auf alle Fälle. Klar, komm, Niki. 11 bis 4 am Sonntag, 7. September. Na gut, 7. September ist aber grundsätzlich ein Schwachsinn, weil das der Grand Prix von Italien in Monza. Muss ich natürlich dort sein. Gott, was gibt's denn da Gage bei Ihnen? Gage? Bei uns? Niki, es ist null Gage. Na gut, das ist aber relativ uninteressant, weil ich ja da in Monza bin und nicht kommen kann. Ja. Ach Gott, ist das ein Mist. Oh Gott. Ja, es ist so, dass er kann nicht, er fährt nach Katar und Niki Lauda, doch, Niki Lauda an Fußball, ich mach mich weg. der kann ohnehin nicht, der ist in Monza und der will auch Kohle haben. Wo ist mein Sepp Blatter wieder geblieben? Ja, hast du verloren? Das ist echt peinlich, aber ich muss es nochmal unterbrechen. Auf, das kann nicht sein. Echt? Du sollst Franz nochmal anrufen. So, wen schickt er mir jetzt? Er schickt mir Uli Hoeneß. Der ist rein, wahrscheinlich. Uli Hoeneß in Handschellen auf Millantor. Wird gefeiert. Reinhold. Franz, du kannst es nur in Ordnung bringen, wenn du Uli Hoeneß anstatt deiner... Wenn der vorbeikommt. Aber was ist mit dem Andi Herzog? Mit Andi Herzog? Du, der hat bei Bremen gespielt, der hat bei Bayern gespielt. Du hast ja den Karsten Janker. Nein, das kann nicht wahr sein. Andreas Herzog? Ich meine, der Anti! Hallo? Ja, wer ist da bitte? Andreas Herzog. Andreas, Herzog, hier ist Reinhold Beckmann, hallo. Können Sie denn noch Fußball spielen? Ja, ich glaube schon, das habe ich nicht verlernt. Nichts verlernt? Nein, ich glaube nicht, das geht. Okay, dann sind Sie jetzt hiermit nominiert, aber als zum Schirmherrn reicht's nicht. Ah, welcher Termin ist denn das, Herr Beckmann? Es ist am kommenden Sonntag, am 7. September. Da ist ein Charity-Spiel von Toni Polster in Wien, aber das sage ich ab, das ist kein Problem. Ach, bei Toni Polster kann man immer absagen. Ist ein netter Kerl, aber der versteht das. Herr Beckmann, ist das fix, weil dann sage ich dem Toni Polster ab. Ja, sag dem Toni Polster ab und schöne Grüße, dem Polster-Toni. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Sind die alle da beim Stangelwert? Ich meine, du musst überlegen. Andi Herzog, Franz Beckenbauer, wer war denn sonst da? Eben Niki Lauda? Ja, anscheinend hat Toni Polster jetzt im Büro von Herrn Beckmann angerufen und hat alle tierisch zur Sau gemacht. Ja. Und jetzt soll er Reinhard mal schön zurückrufen. Ja, aber das ist eine Frechheit. Was ist? Ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht, was heute los ist. Toni Polster. Ziemlich aufgeregt. Weil. Ach du. Können wir den eben einmal anrufen? Ach Gott. Hallo? Lieber Toni Polster, hier ist Reinhold Beckmann. Ich soll Sie zurückrufen, da bin ich natürlich so nett, ja, und tu das auch gleich. Du, pass auf einmal. Was machst du da für Sachen? Das kannst du nicht bringen, die Nummer. Das ist ein Wahnsinn. Toni, dann nimm den Andi und lass ihn bei dir. Nein, ich bin sauer. Ich bin heiß auf dich. Sag ich dir, wie es ist. Tschüss, Toni. Papa. Tja, also der Kaiser kommt nicht, der Lauda auch nicht, nicht mal der Andi Herzog. Aber dafür kommt die Polizei. Ich muss mal kurz stören. Oh, das ist gut. Gehört jemandem das Fahrzeug Hamburg in Wasser geparkt ist? Das ist mein Auto, ja. Ja, müssen Sie mal vielleicht eben mitkommen. Da ist ein kleiner Unfall passiert mit dem Fahrzeug. Oh, mach keinen Mist. Ja, ist jetzt nicht so wild, würde ich sagen, aber... Ach nee, Gott, das Kind ist nochmal. So, erst Beckenbauer und dann... Ach, der andere. Ach du Scheiße. Reinholds babyblauer Käfer. Ist der jetzt da drunter? Ich fürchte ja. Sein Schätzchen hat einen kleinen Blechschaden. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh, das gute Stück, du, das gibt's nicht mehr. Ach du Scheiße. Feuerlöscher ist leer. Der Kollege kann Ihnen das sagen, Herr Beckmann. Das ist doch nicht wahr. Was macht ihr denn hier? Das ist der Unglückstrabi. Sag mal. Wie macht man sowas? Wenn man ein bisschen zu schnell ist in der Kurve und ich da einfach nur nicht. Der Beckenbauer schon wieder. Nein, der Beckenbauer. Nee, ich habe keinen Bock auf Franz jetzt.
machen. Geh mal ran, Silber. Also, wir haben keine Papiere mit. Nein, das ist, oh Gott. Franz? Ja? Reinhold, servus. Du, entschuldige noch einmal die Störung. Pass mal auf, ich habe jetzt einen Ersatz für dich gefunden. Okay. Der kann auch Fußball spielen. Ja. Den Guido Kanter. Oh Gott, hat dich verdient getan. Ja. Du wirst bei Verstehen Sie Spaß heute. Ja Mensch, jetzt geht's. Da wollte ich immer schon mal hin. Franz kommt, das ist übrigens der Mann, der alle nachgemacht hat. Ein Österreicher, kann er nicht sein. Ja, da kommt ein Auto, glaube ich, gerade. Okay. Ah. Ihr Sausäcke. Ja gut, okay.